Science. Regenerative Behandlungsmethoden gelten als zukunftsträchtiger Zweig der modernen Medizin. Bei der Zell- und Gewebetherapie werden körpereigene, erwachsene Stammzellen eingesetzt, um degenerative Erkrankungen, Autoimmunkrankheiten oder Gewebeschäden zu heilen. Ein weiterer Weg ist das Tissue Engineering, bei dem aus organspezifischen Zellen Organe oder Organteile rekonstruiert werden. Dazu Silviu Itescu vom Unternehmen für regenerative Medizin Mesoblast. My first time. Wir entwickeln biologische Produkte aus Stammzellen, die ganz einfach per Injektion verabreicht werden können. Wir nutzen ihre Fähigkeit, geschädigtes Gewebe gezielt in Angriff zu nehmen, zum Beispiel bei rheumatischer Arthritis. Die Zellen gelangen direkt im entzündeten Gelenk und behandeln dieses selektiv. Ein anderes Beispiel sind Lungenerkrankungen. Bei bestimmten Krankheitstypen gelangen die Zellen nach einer Injektion direkt zum entzündeten Lungengewebe und erledigen dort ihre Aufgabe gezielt, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu beeinträchtigen. Dem britischen Nobelpreisträger für Medizin Sir John Gurdon zufolge eröffnet die Zell- und Gewebetherapie vielversprechende Aussichten. Er mahnt jedoch zur Geduld. Die Forschung stecke noch in den Kinderschuhen. Für Patienten, die einen ganz bestimmten Zelltyp brauchen, ist das eine wegweisende Methode. Der Ersatz eines ganzen Organs, des Herzens oder gar des Gehirns erscheint mir kompliziert. Der Austausch individueller Zelltypen ist ein verheißungsvoller Ansatz. Erwachsene Stammzellen aus Knochenmark und Blut werden schon seit Mitte der 70er Jahre erfolgreich eingesetzt. Auch bei Herzinfarktpatienten kommen Stammzellen inzwischen zum Einsatz.